Ja, Liadov ist tatsächlich eine Rarität und ich freue mich, dass ich das zum ersten Mal hier machen kann. Es sind kleine Orchesterstücke. Liadov hat eigentlich nie was Langes geschrieben. Es sind sehr kurze Orchesterstücke, die immer ein sehr fantasievolles Thema haben und sehr von der russischen Volksmusik beeinflusst sind. Und auch so die typischen Instrumentationseffekte von Rimsky-Korsakow beinhalten. Aber es ist eine sehr seltene Musik, die man unbedingt spielen muss. Ja, ich glaube, letztendlich hat jeder Russe auch natürlich Strawinsky und Schostakowitsch von Rimsky-Korsakow profitiert. Rimsky-Korsakow ist so der geistige Übervater der Russen und man merkt das auch in der Instrumentation von Prokofiev vor allem, dass die gewisse Special-Effekte sehr deutlich auf Rimsky-Korsakow zurückzuführen sind. Es sind farbige, skurrile, manchmal auch aggressive Klangfarben, die einfach so in so eine Art Tradition weitergegeben und sicher auch erweitert wurden. Also es ist Musik, die extrem viele Farben und Spezialeffekte aufweist. Und ich glaube, das macht so dieses typische russische Flair aus. Also man merkt die Einflüsse unbedingt. Es gibt da in diesem vierten Klavierkonzert wirklich sehr viele Hollywood-Sound-Effekte. Man hat das Gefühl, wirklich in so einer Art Filmmusik-Sequenz zu sein. Es ist nicht mehr ganz so süffig, vielleicht nicht mehr ganz so originell, was Melodien angeht, aber es ist natürlich von einer unendlichen Meisterschaft. Das Werk ist äußerst intelligent gemacht und ich finde, ja, Rachmaninow wird gerne immer so als Kitsch beschrieben, aber es ist sowas von raffiniert, instrumentiert und durchdacht. Also das ist ein Werk von allem höchstem Handwerk und ja, auch ganz skurrilen Momenten. Man merkt schon, es geht in Richtung neuer Musik. Trotzdem hat er noch die alten russischen Traditionen, die hat er drin verarbeitet. Aber es ist wirklich eine sehr originelle Musik. Sehr schwer fürs Orchester, unglaublich schwer für den Pianisten. Und ja, man hört selten, vielleicht weil es so schwer ist, weil es so unangenehm zum Koordinieren ist und weil vielleicht der Pianist nicht so viel Furore damit machen kann, aber es ist ein unbedingt wichtiges Werk und ich sage immer, Rachmaninow ist einer der klügsten Komponisten, der ist nicht zu unterschätzen, der wird immer in so eine niedere, kitschige Schiene gedrückt, aber für mich ist das einer der Wegbereiter der Moderne, also unbedingt einer der ganz wichtigen Menschen des 20. Jahrhunderts.
Ja, es wird eine sehr fantasievolle Begegnung geben, weil man muss das Konzert unbedingt hören, weil Liadov selten aufgeführt, aber es macht Freude, es ist wahnsinnig schön, es ist mitreißend. Rachmaninow ist einfach, ist man geplättet durch diese Wucht, die da entsteht, auch von dem Pianisten. Und Prokofiev ist auch ganz toll, weil es eigentlich die Zusammenfassung einer Oper ist, der feurige Engel. Und es geht um Exorzismus, um Brutalität, um Teufelsaustreibung, Dämonenbesessenheit. Das ist eine sehr obsessive Musik. Irrwitzig laut, wahnsinnig brutal, aber als Kontrast zu dem schönen, geschmeidigen ersten Teil, da kann man, glaube ich, viel Freude haben mit dem Konzert. Das ist ein sehr außergewöhnliches Konzert und ich freue mich, dass eben hier Porto den Mut hat, so ein Programm zu machen. Und es ist für mich ein Traum, das aufzuführen und es wird auch ein Traum fürs Publikum sein.